Grüß dich, Bertha. Danke für deine liebe Nachricht. Ja, wie es mir so geht, keine Ahnung, gar nicht. Ich hänge hier rum. Ich meine, ist genauso wie vorher, aber ja, ich meine, meine Haare sind eine Katastrophe. Ich habe keine Wimperntusche mehr. Ich kann mich nicht mal mehr im Haushalt frei bewegen, weil es ist ja zu gefährlich. Und da könnte ich mich mit was anstecken, weil ihr geht ja raus und da sind so viele Leute auf dem Markt. Und da ich ja nie rausgehe, habe ich wahrscheinlich ein schwaches Immunsystem. Ich kann es echt nicht mehr hören. Es kotzt mich schon so an. Er labert den ganzen Tag, der werte Herr Doktor. Ja, nervt einfach. Aber wir wissen ja alle, wie er so drauf ist und da kann man ja nicht gegenreden. Wie auch immer, ich habe mit ihm nochmal wegen der Einkaufsliste gesprochen, beziehungsweise eher mit mir. Wir brauchen noch ein paar Sachen. Und zwar brauchen wir noch Tomatensauce, Nudeln, Essiggurken, Zwieback, Dosenmais, Thunfisch, Trockenhefe, Mehl. Am besten Dinkel- oder Roggenvollkornmehl. Wenn sich's nicht vermeiden lässt, dann eben Weizenvollkornmehl, weil du weißt ja, er hat ja seinen Reizdarm und da darf er eigentlich kein Weizen essen. Aber vielleicht nimm doch Weizenvollkornmehl. Und unbedingt Klopapier. Wenn du es kriegen kannst, dann gleich so 5, 6, 10er Packungen. Nicht das Recycelte, sondern das mit den Blümchen drauf. Ich glaube, es riecht nach Kamille oder so und hat so 7 Lagen, weiß ich nicht genau. Falls sie nicht mehr genug da haben, dann nimm einfach Küchenrolle, ist auch schon egal. Und falls du weißt schon, wen treffen solltest, dann sag ihm ganz liebe Grüße von mir und dass er sich mal melden soll bei mir. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Vielleicht ist er in Quarantäne oder überhaupt nicht mehr in der Stadt. Ich werde halb wahnsinnig. Er soll mal ein Lebenszeichen von sich geben. Okay, Bertha, du kennst dich aus. Danke dir. Bis dann. Ciao. Wie geht es nochmal an? Hallo Schatz. Oh Gott, du glaubst gar nicht, wie es bei uns wieder drunter und drüber ging. Echt, heute ist der Alte komplett ausgeflippt, weil, naja, Clarissa musste ihm ja natürlich erzählen, dass er sich verloben will. Und dann, ja, der hat nur noch rumgeschrien. Wirklich, der konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Und was macht Clarissa? Na, Clarissa ganz nach dem Motto, jetzt geht mich das nichts mehr an, rennt raus aus ihr Zimmer, sperrt zu und ja, jetzt schmollt die. Und wer darf dann den Alten wieder beruhigen? Na, ich. Ich, wer auch sonst? Naja, aber ich meine, ich weiß halt auch, wie man mit dem umgeht, gell? Ich habe ihm dann erstmal sein Lieblingsessen gemacht, habe ihm ein großes Glas Wein eingeschenkt und jetzt sitzt er im Wohnzimmer am Fenster, schaut raus in den Himmel zum Mond und schaut und schaut und schaut. Und es geht wieder stundenlang. Wirklich, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Wie kann man denn stundenlang am Fenster sitzen und den Mond anstarren? Weil, also mal ganz im Ernst, also ich habe noch nicht gesehen, dass der Mond sich dann irgendwie verändern würde. Also ich weiß nicht, ob wenn man den so lang anstarrt, ob der dann plötzlich irgendwie pink wird oder zum Glitzern anfängt oder explodiert oder irgendwelche Marsmenschen runtersteigen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, auf was der wartet. Wirklich. Naja, aber das macht er wieder stundenlang. Das ist einfach sein Lieblingshobby. Obwohl, also Hobby finde ich ein bisschen ein großes Wort, weil, also für mich, ich meine, Fechten oder Schwimmen oder Tanzen oder Malen, was auch immer, also das sind Hobbys. Aber Mund anstarren, bin mir da nicht so sicher, ob das ein richtiges Hobby ist. Naja, aber sind wir mal ehrlich, dann ist er beschäftigt, dann schaut er nicht die ganze Zeit mir beim Arbeiten zu. Das ist schon ganz gut. Ja, und sonst. Mit den beiden Mädels funktioniert es eigentlich schon ganz gut. Wir finden dauernd irgendwelche neuen Hobbys und probieren verschiedene Frisuren aus und erzählen uns Geschichten über euch. Ja, aber ich vermisse dich. Das war jetzt auch schon eine lange Zeit. Ich denke viel an dich und, oh Gott, gestern. Oh, du, da kommt jemand, ich muss auflegen. Mach's gut, tschüss. Jetzt geht's. Hallo ihr Lieben, hier ist Musetta und ich grüße euch hier aus Marcellos Arbeitszimmer. Nicht ablenken lassen von dem Piano. Das war meine Bedingung, dass ich bei ihm einziehe. Denn ich bin ja nebenberuflich Sängerin und muss natürlich auch ein bisschen üben immer wieder. Lalalala, ihr wisst schon. Ich genieße hier gerade ein Glas Wein, wie ihr seht.
Hier in Paris waren ja die meistgekauften Sachen Kondome und Wein. Ich muss sagen, da war ich auch so eine Kandidatin. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, Marcello ist auch jetzt gerade, hat sich ein bisschen hingelegt. Wir wollten dann später noch was essen. Aber genau, ich genieße jetzt hier gerade meinen Wein und auch ein bisschen das alleine zu sein. Das geht mir schon ein bisschen ab, muss ich sagen. Ich bin so froh, dass ich jetzt bei ihm wohne und ich muss sagen, also dieser Mann, wirklich. Ich liebe ihn, wirklich. Aber nichtsdestotrotz sind wir einfach nur Menschen und es ist anstrengend, immer mit der gleichen Person. Und ich bemühe mich auch immer gut für ihn auszusehen. Und also ich denke mal ehrlich gesagt, er würde es zwar bemerken, wenn ich mich abschminke, aber ich glaube nicht, dass er bemerkt, dass ich mich für ihn herrichte. So wirklich. Ich glaube auch ehrlich gesagt, er denkt, jede Frau wird mit Farbe im Gesicht geboren. Keine Ahnung, muss eine Malerkrankheit sein. Ich weiß nicht. Ja. Also es ist schon ein bisschen anstrengend. Ich versuche natürlich immer weiterhin sexy zu sein. Ich habe jetzt hier ein Negligé und eine Jacke an und natürlich sehe ich zu, dass ich meine Haare immer ein bisschen style und genau, hier seht ihr, ich habe immer Strumpfhosen an mit den Wollsocken. Nein, damit, wenn ich mich jetzt mal nicht rasiere, dass man das nicht so sehr sieht. Ich versuche einfach gut auszusehen und ich finde, das ist auch wichtig, dass man seine Routine nicht total verliert in dieser wirklich verrückten Zeit. Aber es ist auch sehr schön, mal wieder alleine zu sein und es ist auch, also ich freue mich drauf, mal wieder rauszukommen und mal wieder einfach nur selbst spazieren zu gehen. Und versteht mich nicht falsch. Nicht, dass ich seine Eifersucht vermisse, wirklich, er ist sehr eifersüchtig, aber so, ich fühle mich sehr unter Beobachtung und immer überwacht und ich habe nicht das Gefühl, dass die Liebe so Bestand hat, wenn man sich die ganze Zeit immer nur aufeinander hockt. Ja, tut mir leid, dass es jetzt so ernst geworden ist. das war nicht so gedacht. Ja, was ich euch sagen wollte, noch einmal, achtet aufeinander. Achtet darauf, dass ihr eure Routine nicht verliert. Achtet darauf, dass ihr auch ein bisschen eure Zeit genießt. Und ja, wir hören voneinander. Macht es gut. Bleibt gesund. Bisous, bisous. Versprochen, er wollte die Quarantänezeit mit mir verbringen. Und jetzt ist die Quarantäne aus und er ist immer noch nicht da. Schau, ich bin so schön angezogen mit diesen Dirndl. Und wo ist er? Sicher mit jemand anderen. Aber wenn ich ihn sehe, ich köpfe ihn. Ich töte ihn. Pobre Elvira. Das hier ist eine Nachricht für dich, Don Giovanni. Wie kannst du es wagen, mich einfach so sitzen zu lassen? Wie kannst du es wagen, dich einfach so davon zu machen? Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, einfach dich so davon zu stehen? Mich alleine zu lassen hier! Hast du schon vergessen? Du hast mir den hier gegeben. Und glaub mir, du wirst dein Versprechen halten! Warte, bis ich komme. Warte, bis ich komme. Du wirst dafür bezahlen! Ich werde kommen. Und ich werde dich holen. Und dann werden alle erfahren, wie du wirklich bist. Nimm dich in Acht. Meine liebste Freundin,
Ich lasse dir diese Nachricht in der Hoffnung, dass du sie bald siehst und mir zur Rettung kommst. Wie du vermutlich schon erfahren hast, unser Plan ist schiefgelaufen. Der Fette versteckt sich gerade in einem Schrank im Wohnzimmer. Aber wer weiß, wie lange er da noch bleibt? Um Gottes Willen. Ich muss dir das alles ganz schnell erklären. Oh, es ist eine Katastrophe, Frau Reich. Unsere Hausdienerin hat auf der Straße gehustet. Vor einem Polizist vor allem. Hätte das blöde Mädchen das nicht reinhalten können, bis er vorbeigegangen ist. Nein! Und jetzt ist das ganze Haus unter Quarantäne. Es darf keiner rein oder raus. Mein Mann ist da. Und wenn er diesen dicken Gag findet, dass Leute von mir denken würden, dass ich eine Affäre mit John Falstaff von allen Leuten haben würde. Ach, die Schande. Ich meine, wenn schon, dann mit jemandem jung und fesch. Und nicht mit diesem ekligen Schwein. Ach, nein, ich halte es nicht aus. Du musst was machen. Du bist die Einzige, die mir helfen kann. Hast du das gehört? Ich muss jetzt gehen, bevor er sich entscheidet, dass der Schrank ihm zu klein sei und durch das Haus spazieren geht. Ich warte auf dich. Mama? Mama? Kannst du mich hören? Ich bin Hortense. Mama? Ich hinterlasse dir jetzt eine Nachricht. Ich hoffe, du kannst sie hören. In Paris, da ist die Hölle los. Wir müssen mit Masken rumlaufen und alle drehen total am Rad. Draußen ist es wirklich, wenn man jemanden sieht, dann sind sie total hysterisch und Marguerite ist total lieb zu mir, aber ich gehe natürlich wieder einkaufen und koch und back und mach die Wäsche und es ist viel mehr zu tun als sonst. Ich meine, ich bin ihre Haushälterin, ich mache das auch sonst, aber es ist doppelt so viel Arbeit und jetzt mache ich mir schon To-Do-Listen für jeden Tag und oh, ich bin irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie ich damit fertig werden soll. Und das Schlimmste ist, der Opernball wurde abgesagt. Ich habe schon 4 Kleider für Marguerite zum Nähen gegeben und jetzt werden die gar nicht genäht und ich weiß gar nicht, die schönen Kleider und es wären so viele schöne Sachen gewesen. Und wie geht's eigentlich euch? Ich habe gar nichts gehört und ist euer Telefon noch kaputt? Ich hab echt mir Sorgen gemacht und würde ganz gern Nachricht haben. Bitte meldet euch. Ich kann nicht mal mehr mit meinen Freundinnen Kontakt haben. Die wissen auch nicht viel. Melde dich doch bitte. Bis bald. Hallo, Hortense. Es geht mir gut. Ich probiere den ganzen Tag neue Rezepte aus. Ich wollte dich fragen, ob du mir dieses leckere Waffelrezept sagen kannst, was du neulich gekocht hast. Also wir brauchen Milch, Mehl, Hortense, wo ist das Mehl? Also die Experten sagen ja, dass wir alle Masken tragen sollen. Also ich persönlich finde das ganz gut und mit George läuft es auch gut. Nur ich habe auf seinem Handy Tinder entdeckt und deshalb, nur damit du Bescheid weißt, habe ich Pauls Nummer mit Hermanns Nummer getauscht und Henrys Nummer mit Angels Nummer. Und meine Nummer habe ich mit deiner getauscht und wer ist Natascha? Ich habe ihre Nummer gelöscht und meine Nummer eingegeben. Ich sage dir, wenn es Neuigkeiten gibt. Tschüss! Geht das jetzt schon? Wie geht denn das nochmal? Oh, Scheißklumpen. So, ich glaube, es läuft schon.
hört man mich doch gar nicht mit dem Ding. Ah, ja, besser. Hallo Marguerite, hier ist Angèle. Wie geht's dir denn? Ich bin voll froh, dass ich dir jetzt diese Videonachricht. Genau. Dass ich dir diese Videonachricht jetzt schicken kann. Ich vermisse dich nämlich ganz schön hier. Diese ganze Situation ist. Mir fällt die Decke auf dem Kopf. Du kennst mich ja. Ich verlasse das Haus schon nicht mehr. Ich meine, aber es ist ja auch einfach, es ist einfach zu gefährlich. Man kann ja nicht mehr rausgehen. Und dann glaubt man, man ist sicher zu Hause. Und dann habe ich tatsächlich gehört, dass es jetzt sogar durchs Fenster kommen kann. Durchs Fenster, Marguerite! Wo ist man denn noch sicher, wenn nicht einmal hier? Ich höre dich schon sagen. Hallo Angèle, jetzt hast du doch zumindest ganz viel Zeit mit Paul. Das ist doch das, was du immer wolltest. Er geht mir so auf den Nerv. Ich weiß, ich wollte immer, dass er mehr da ist, aber jetzt. Ich will fast wünschen, dass er gar nicht mehr. Kann ich nicht sagen. Jetzt sitze ich hier tatsächlich am Klo und rede mit meinem Telefon. Oh Gott. Das kann ich nicht schicken, sowas. Was sagen Sie? Oh. Darf ich? Also, wenn Sie mich fragen, halte ich diese Maßnahmen für völlig richtig. Ich vertraue der Regierung da voll und ganz. Wie Sie sehen, habe ich schon ein paar freche Masken genäht. Oh, das darf man ja auch gar nicht mehr. Ich finde es auch so schön, wie viel Zeit und Ruhe man endlich hat. Und, also ich muss ja sagen, mein Mann, der ist wirklich immer arbeiten. Immer. Und jetzt muss er natürlich zu Hause bleiben. Und diese gemeinsame Zeit ist so wichtig für eine Beziehung. Also, was ich wirklich schade fände, wäre natürlich, wenn der Opernball ausfallen würde. Also nur wegen des Geldes und wegen den Karten und weil ich mir natürlich schon ein schönes Kleid gekauft habe und schöne Ohrringe und schönen Schmuck. Nicht wegen irgendwas anderem, also nur wegen diesen Dingen. Ich muss dann auch weiter. Vielen Dank. Hey Mädels, ich weiß, ich habe ewig nichts von mir hören lassen. Ja, also ich habe euch da ein paar Dinge nicht erzählt und jetzt sitze ich hier im Hausarrest und starre 24/7 die Wände an und das ist nicht so spannend. Aber also ich muss mich nebenbei schminken, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck. Also ich habe gleich ein Online-Date mit Paul, diesen Kellner aus dieser Bar, in der wir im Januar waren, könnt ihr euch da erinnern? Es war einfach so ein geiler Abend. Jedenfalls. Naja, also zu meinem Hausarrest ist halt so, dass ich ja in Russland war, da könnt ihr euch bestimmt erinnern, oder? Und ich hätte mich da eigentlich auf meinen Glauben besinnen sollen, aber ich meine, ganz ehrlich, wer besinnt sich denn heute noch auf seinen Glauben? Leben wir 1620 oder was? Naja, jedenfalls fand ich den Priesteranwärter halt irgendwie interessanter als den Glauben und dann hat mich meine Verwandtschaft aus Russland zurückgeschickt nach Paris und jetzt bin ich wieder hier und mein Papa war natürlich, scheiße, wo ist denn das Make-up? Mein Papa war natürlich nicht so froh, dass ich mich jetzt nicht so mit dem Glauben beschäftigt habe. Naja, und jetzt bin ich halt hier und, ja, jedenfalls, ich komme hier jetzt irgendwie nicht raus und deshalb musste ich mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil, also ich meine, ich vermisse die Partys und so bei Magda und ich weiß auch nicht, das ist einfach super langweilig, immer nur zu Hause zu sein. Genau, deswegen Paul, also. Es wäre aber super toll, wenn ihr mir vielleicht mal erzählt, was ihr so macht. Und
her und vielleicht, ich sehe hier immer nur das Wetter draußen und die Sonne und so, aber ich komme halt nicht raus und scheiße, ich bin Pantusche. Okay, ja, ganz kurz habe ich noch Zeit. Genau, und deswegen, vielleicht könnt ihr mich mal ein bisschen unterhalten, so. Ich könnte auch gerne mal anrufen, das fände ich auch total schön. Genau. Und, ja, also ich würde mich einfach freuen, von euch zu hören. Lippenstift. Okay. Ja, und außerdem... auf jeden Fall vermisse ich euch voll arg, ja? Okay. Also wünsche mir viel Glück. Ich hoffe, ich sehe gut aus. Ich hab euch lieb. Hi Mädels. Es tut mir wirklich furchtbar leid, dass ich mich jetzt erst melde. Es ist so viel passiert in der Zeit, wo ich leider kein Internet hatte, weil ich leider nicht ran durfte. Naja. Ist tatsächlich auch gar nicht so wichtig, was ich gemacht habe. Fakt ist jedenfalls, dass ich jetzt für schon ja, 1,5 Wochen in Isolation bin. Ich finde es eigentlich voll lustig, was ich gemacht habe, aber hey, da reden wir drüber, wenn wir, keine Ahnung, mal wieder ein Zusammentreffen oder sowas haben. Weil es ist so langweilig hier. Also ich habe eigentlich mit kaum jemandem Kontakt, außer mit dem Dienstpersonal, weil das kann man mir ja nicht auch noch wegsperren. Aber es ist wirklich grauenvoll. Also mir fällt wirklich die Decke auf den Kopf. Und das hätte ich nie gedacht. Ich dachte, so ein bisschen Ruhe könnte vielleicht auch mir mal gut tun. Aber ich lebe für die Partys. Ohne Witz. Und ja, ich vermisse euch auch voll. Und ich hoffe, dass wir uns bald auf einer Party von Magda mal wiedersehen. Und dann können wir auch drüber reden, was ich gemacht habe. Naja, bye bye. Hi Lisette. Ist Brunier. Ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Mir geht's nicht so gut. Ich werde hier langsam wahnsinnig. Ich habe nichts mehr zu essen, ich habe kein Geld mehr. Und ich soll ja da schreiben für diesen Auftritt. Und ich habe keine Ahnung, ich komme nicht weiter. Ab diesen Wänden werde ich ganz verrückt. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. In meiner Verzweiflung habe ich mein letztes Geld ausgegeben, um mir diese Duftkerzen hier zu kaufen. Und jetzt ist mein Geist wieder sehr angeregt. Dann kann ich dann nichts mehr niederschreiben und dann vergesse ich wieder alles. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Vielleicht kannst du mir dann ja mal was kochen. Ich würde mich freuen. Dein Brunier. Hallo, mein Schatz. Ich wollte mich mal kurz bei dir melden. Ich habe ein paar Minuten Zeit, um dir zu antworten. Vielen, vielen Dank für das schöne Gedicht. Das war total toll. Ich habe es mir schon 4-mal angehört. Und es ist total berührend. Es war einfach, ach, ja, so deine blümeranten Formulierungen, die gehen mir immer direkt ins Herz. Es ist einfach, ich bin total sprachlos. Ja, vielen, vielen Dank. Also, ja, ach, einfach schön. Ich wollte dich was fragen, und zwar der Ring, den du mir geschickt hast. Der ist total schön und ich freue mich mega, aber bist du dir sicher, dass der echt ist? Weil so Silberschmuck, der hat doch normalerweise eine Punktierung. Und ich glaube, der hat keine. Und außerdem finde ich, dass der Stein, ich glaube, was hast du gesagt, ist ein Aquamarin oder so. Ich finde, der sieht aus wie Glas. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht fragst du nochmal nach, weil nicht, dass du mehr bezahlt hast, als er wert ist. Ja. Wie auch immer, er gefällt mir trotzdem. Und schließlich zählt ja die Geste. Also ich trage ihn trotzdem gern und ich denke immer voll an dich, wenn ich ihn dran habe. Und, ja, du hast noch gefragt, wann wir uns sehen können. Ich glaube, das dauert noch. Rambaldo hat gemerkt, dass ich die Vase zerbrochen habe. Was nicht gut ist. Jetzt habe ich Ausgangssperre. Voll blöd. Aber vielleicht finden wir trotzdem eine Lösung. Ja, wenn du dann zu der Gesellschaft kommst,
von der du erzählt hast. Ja, dann sehen wir uns vielleicht. Und vielleicht hast du dann auch ein paar Minuten. Dann kann ich mich ordentlich bedanken bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich muss jetzt wieder weiter bügeln. Bis dann. Bussi. Hallo, ihr Süßen. Tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ihr wisst vielleicht, dass ich vor ein paar Wochen eine nicht ganz so schöne Situation mit Rambaldo hatte. Deshalb gehe ich ihm momentan aus dem Weg und gehe nicht aus der Wohnung, wenn ich es vermeiden kann. Ich dachte, ich melde mich mal und sage euch, dass es mir gut geht. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich vermisse euch wahnsinnig. Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Und ich habe euch da noch was zu erzählen. Ich habe da jemanden kennengelernt. Der könnte vielleicht der Richtige sein. Ich habe euch da nicht geupdatet, weil, ja, ich weiß auch nicht, er ist wahnsinnig lieb und ich könnte mir vorstellen, dass das was wird. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon riesig drauf, wenn wir uns wiedersehen, das nächste Mal wieder bei mir mit ganz vielen Leuten und Champagner und Musik. Und ich freue mich schon drauf, euch wiederzusehen. Ehetagebucheintrag Nummer 38. Ich weiß zwar immer noch nicht, was das bringen soll, Dr. Bartolo, aber an mir soll es nicht scheitern. Ich bin nur gespannt, ob er seine Einträge auch täglich aufnimmt. Er ist nämlich sehr, sehr beschäftigt damit, meiner Kammerzofe auf die Hände zu schauen. Ob sie auch richtig putzt. 20 Jahre hat er sich nicht für Hausarbeit interessiert. Ich hatte neulich diesen Traum. Ich war im Park, nachts. Und der Stoff auf meiner Haut, dieses Kleid, das fühlte sich ganz rau an und alt. Fast so, als wäre es eins ihrer Kleider. Und dann habe ich es hinter mir rascheln hören und ich wusste, dass er das ist. Und er ist mir nachgelaufen. Ganz leise hat er versucht zu sein, aber ich wusste, dass er da ist. Und er kam immer näher und als er nah genug war, da hat er meine Hand genommen. Das war wie früher. Tja, und dann habe ich mich umgedreht und ihn angesehen. Und er ist weggelaufen. Und dann bin ich aufgewacht. Und das Problem ist, die einzige Person, der ich mich anvertrauen kann, ist sie, das Objekt seiner Begierde. Aber ich werde es dennoch tun, ich werde sie fragen, denn sie hat gute Ideen und vielleicht fällt ihr irgendwas ein, wie er mich wieder ansieht. Ich will einfach nur, dass er mich ansieht wie früher. Ich werde mich dann morgen wieder melden. Hey, this is Susanna speaking. Already for 1.5 months we are locked in the castle. Figaro is not here. Cosconte sent him for some business. What kind of business it can be? Hey,
He's absolutely everywhere, wherever I go. I'm in the garden. He's in the garden. I'm in the kitchen. He's coming right after. Madonna. Hallo Schatz, ich hoffe, es geht dir gut in der Freiheit, welche du mir genommen hast. Figaro, ich hab dich wirklich gern. Aber wenn du es nicht langsam hinkriegst, dass du mit Conte redest und ihm sagst, dass er aufhören soll, die ganze Zeit irgendwelche Anspielungen zu machen, dass er was von mir will, dann wachsen wir zwei sowas von zusammen. Es kann nicht sein, dass ich hier schon seit 2 Wochen in diesem kleinen Raum sitze, mehr oder weniger nichts zu tun habe, weil es ist mittlerweile alles sauber und mir die Decke einfach auf den Kopf fällt. Ich hab dir gesagt, wir können es ausprobieren, deinen Weg zu nehmen oder wir nehmen meinen. Und wie es momentan aussieht, funktioniert dein Weg nicht. Und meiner ist ganz normal reden und dann hat sich die Sache gegessen. Und das weißt du auch. Und ich finde es super kindisch, dass du mich nicht mit ihm reden lässt. Naja, ich hoffe, dass heute der Tag ist, dass du mit ihm endlich redest. Und ich hoffe, dass du auch pünktlich zum Essen kommst, weil es gibt dein Lieblingsgericht und du weißt, dass ich nicht mag, dass wir warten. Ciao! Oh, it actually works. Okay, my friends tell me to do this video diary. I don't see any point, but let's go get through it. My worker doesn't work anymore. I don't have any income anymore. So terrible. I can't deal with it anymore. Oh my god, look at my hair. Oh, such a mess. I don't know what to say. Ew. This one has to be so bad now. To be honest, I'm so desperate. I don't know what can I do. It is so horrible. If there's only one thing good inside, I'll be so grateful. Wait. You know, in this situation, I'm having more time with Susanna every day. With this time, maybe I can finally do something with her. That's great. But what about Figaro? He gonna spend more time with the new bedroom I give into them. It's horrible. Now I have to find a way. I need to find a way to send Figaro back and give more time with me and Susanna. Such a genius. Okay. We need a plan. Let's get through it. Susanna, du musst mir helfen. Es ist ganz schrecklich. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Susanna, bitte, du musst mir helfen. Ich bin hier eingesperrt. Ich muss 14 Tage lang hier in meinem Zimmer bleiben, weil, Susanna, du weißt ja, wie das ist, gerade so. Und, aber ich wusste nicht. Also, und dann bin ich halt gestern, bin ich doch noch zur Barbarina, aber nur kurz. Also es war wirklich nur kurz, ehrlich, ich schwöre. Und in dem Moment natürlich kam genau der Conte und der hat mich jetzt eingesperrt. Also 14 Tage lang darf ich, Susanna, kannst du dir das vorstellen? 14 Tage, ich darf nicht raus. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich wäre so gern jetzt bei euch. Was würde ich dafür geben, bei euch am Tisch zu sitzen und die Contessa? Ich kann nicht 14 Tage hier sitzen, ohne die Contessa zu sehen. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Und dich zu sehen. Susanna,
Ich muss auch dich sehen, natürlich, unbedingt. Also, Susanna, bitte, du musst mir helfen. Also, du musst zum Conte gehen. Du musst zum Conte gehen und dem Conte sagen, dass es mir gut geht. Es geht mir wahnsinnig gut. Ich fühle mich so fit. Wirklich, ich habe nicht mal Husten. Wirklich, Susanna, bitte, bitte, bitte geh zum Conte. Sag ihm, er muss mich rauslassen. Bitte, hilf mir. Hallo Leute, ich melde mich aus Rom. Wir sind jetzt schon seit 65 Tagen hier eingesperrt. Ich gehe nur einkaufen und besuche heimlich meine Freundin. Ich melde mich, weil ich euch was erzählen muss. Mein bester Freund hat ein Haus angezündet. Er wurde angestiftet dazu von der Frau. Es ändert nichts an der Situation. Es war auch keiner da, der Typ war einkaufen. Mein bester Freund, der keiner Fliege was tut. Diese Isolation macht was mit uns. Mein bester Freund wurde zum Verbrecher, zum Brandstifter, zum Mörder. Und ich glaube, die Situation macht mit vielen so etwas. Deshalb holt euch Hilfe, ruft Freunde an, Familie, es gibt Psychotherapeuten, es gibt mich, ruft mich an, schreibt mir, ich bin für euch da. Aber holt euch Hilfe. Passt auf euch auf. Sehr geehrter Herr Wärter, Entschuldigung, dass ich Sie einfach so kontaktiere. Aber das letzte Mal, wo ich Sie gesehen hatte, haben Sie so ein grimmiges Gesicht gemacht. Und ich wollte mich vergewissern, dass es Ihnen in der Isolation nicht allzu schlecht geht. Denn Sie müssen wissen, alles wird gut. Denn Gott hat seine Hand über uns. Wie eine Palme. Inmitten einer Oase. Mit einer Zitronenschale in der Hand. Schmetterlinge, violette, grüne, gelbe, blaue. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das alles vorbei ist. Wenn Sie mit mir auf den Ball gehen und unsere Hände sich berühren und unsere Arme und Sie mir zuflüstern. Lotte kommt, ich muss mich schnell verstecken, sonst muss ich wieder den gesamten Abwasch machen. Ups, auf Wiedersehen, Herr Wärter, machen Sie's gut. Nachdem sich ja jetzt schon einige aus der Quarantäne gemeldet haben und alle so ein bisschen negativ sind, wollte ich auch mal was dazu sagen und vielleicht ein bisschen mehr positive Energie verbreiten. Naja, wie ihr sehen könnt, habe ich mich gerade für meine Hochzeit fertig gemacht, als die Ausgangssperre verhängt worden ist. Und man könnte jetzt denken, ich müsste todtraurig sein, am Boden zerstört. Ich meine, meine eigene Hochzeit wurde in letzter Sekunde abgesagt. Naja, aber so schlimm finde ich das Ganze jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich Tebaldo nicht heiraten wollte. Ich meine, er ist voll nett, aber ja, er ist halt einfach nicht Romeo. Und ja, ihr fragt euch wahrscheinlich, apropos Romeo, wie geht es denn jetzt weiter mit euch? Selbstverständlich werden auch wir uns an die Vorgaben halten und uns nicht sehen. Und ich weiß jetzt schon, dass es sehr, sehr schwer werden wird und ich vermisse ihn jetzt schon wahnsinnig. Aber es ist so wichtig, dass wir uns alle und wirklich alle
an diese Regeln halten und dann werden wir das auch zusammen überstehen und zusammen schaffen. Und ich meine, wenn Romeo und ich das schaffen können, dann schafft ihr das auch. Daran glaube ich ganz fest. Und woran ich auch ganz fest glaube oder hoffe, ist, dass mein Vater jetzt Zeit hat, nachzudenken und merkt, dass wir so viel größere Probleme in dieser Welt haben und alle zusammenhalten sollten. Und dann legt er vielleicht diesen blöden Streit auch beiseite und lässt mich Romeo heiraten. Das hoffe ich sehr. Also, was ich euch mitgeben möchte, ist, bleibt positiv. Versucht das Beste... Hast du den Kaffee? Romeo! Sorry. Oh, jetzt kann ich es nochmal machen. Hallo. As I told you the last time, I was going to Sarastro's temple to save Pamina. Now I am here at the temple. But the monks here at the temple have infected me with a potentially deadly virus. I can't speak to anyone, I can't touch anyone, I can't be near anybody. And I can't even think about what they might do to Pamina. But if you're listening to this message, you cannot come here. If you come here, the monks will probably infect you as well, and you can't let that happen. I will beat this virus. I will survive, and I will save Pamina. No doubt. But if you're hearing this, don't come here and try to rescue me. I will get through this, and I will see you in the next update. But now I have to go. Stay safe. Stay away. Ja, ich mach ja schon. Hallo, Tamino. Ich wurde gefangen genommen. Die Geiselnehmer fordern 200.000 Euro. Bring sie bitte morgen. Bring sie bitte morgen um 12 ins Mozarteum. Alleine. Keine Polizei, hörst du? Ich will hier raus! Keine Polizei. Und vergiss dir nicht, die Hände zu desinfizieren. Sonst kommst du nicht ins Gebäude. Erst dann lassen sie mich frei, hörst du? Bitte tu das für mich. Sehr geehrte Damen, Herren, eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis. Ich danke euch, dass ihr bis hier so einig seid. Ich möchte diese Gelegenheit wahrnehmen, um unsere heldenhafte Ärzte und Krankenschwestern zu ehren. Das ist ja ein Biokrieg. Königin der Nacht. Das stolze Weib hat dieses Virus gezüchtet. Ein Virus haben wir nicht gesehen. Der Feind ist unsichtbar. Dieses Mal müssen wir alle zusammen kämpfen. Bitte sich ein paar Punkte merken. Erst ab heute ist die Maskenpflicht. Bitte eure Nasen nicht vergessen zu decken. Der Mund ist die Tür unserer Gesundheit. Wir müssen fleißig fest bewahren. Zweite, Hände waschen. Besonders, wenn wir von draußen zurückkommen.
und vor dem Essen. Dritte, zu Hause bleiben. Keine Party. Online kaufen. Bier einfach allein trinken. Das ist ja die beste Lösung. Für unsere Morgen, für unsere Heimat. Wir sehen uns nach dem Sieg. Wie kann man diese Technik benutzen? Ich weiß es nicht, aber ich muss das umstellen, weil ich möchte kurze Video machen und was, es geht schon oder nicht? Keine Ahnung, naja, also, es ist lustig. Ha! Zum ersten Mal, ich benutze diese Technik und ich weiß es nicht. Ah, geht schon, weil es, ah, okay. Also, ihr Lieben, ich grüße euch alle. Ich hoffe, dass ihr könnt mir gut zuhören und sehen. Und was möchte ich euch zu erzählen? Ich würde gerne euch beschreiben meine Situation. Diese Situation in dieser schwierigen Zeit, weil seit fast 2 Monaten wir sind zu Hause. Und das ist natürlich traurig. Aber es ist nicht nur traurig, weil wenn man etwas finden kann und wenn man auch etwas jeden Tag einfach neue Dinge finden kann, dann ist das Leben geht weiter und wir sind auch froh natürlich. Und was ich mache zum Beispiel, ich bin ein Mensch, wer zu Hause sitzen kann, nicht so lang, weil ich brauche mindestens spazieren gehen oder ich muss jeden Tag die Leute treffen, weil ich möchte gerne mit Leuten zu sprechen und einfach die Leute kennenzulernen. Aber jetzt geht es nicht natürlich, weil wir müssen noch ein bisschen zu Hause bleiben. Aber ich habe schon gehört, dass in ein paar Tage, folgende Woche, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz sicher, aber hoffentlich wir werden schon mit Leuten zu treffen. Und das ist wunderbare Nachricht, weil was habe ich, glaube ich, gestern gehört. Und ja, ich bin einfach froh, weil dann kann man auch in der Natur... Oh, könnt ihr hören? Auf meinem Balkon sitzt ein Vögel. Das ist wunderbar. Oh, ich liebe Vögel. Und ich kann nicht mehr warten, in der Natur gehen und die Natur beobachten und die Vögel hören. Meine liebe Vögel. Oh, das ist ja ganz schön. Aber bleibt ihr gesund. Ich hoffe, dass wir werden uns bald zu treffen. Und wenn ich noch Zeit habe, dann ich erkläre euch noch ein bisschen mehr. Okay, jetzt muss ich kochen gehen. Natürlich ein bisschen etwas zu trinken, Wasser, ich weiß nicht, Wasser, das gibt überall, aber wenn man ein gutes Wein hat zu Hause, das ist meine, dann, das kann ich trinken, ja. So, ich wünsche euch allen schönen Tag, bleibt ihr gesund und hoffentlich wir sehen uns bald. Tschüss, Papa! Hi! Heute würde ich über dieses Buch sprechen, wie man Christus treu bleibt, Buch für Frauen. Ich habe so die ersten Seiten gelesen und für dieses Buch gibt es keinen Autor. Okay, ich weiß, dass ich normalerweise über Bücher spreche, die ich lese, aber mein Tagebuch ist voll und ich habe so viel geschrieben. Und jetzt habe ich keine Zeiten mehr. Und ich habe gedacht, das vielleicht kann ich mit euch teilen. Weil ich brauche jede Hilfe eigentlich. Aber bevor ich das laut sage, wollte ich... Vergib mir Gott, was ich gesündigt habe. Okay, so. Ich glaube, ich habe die Liebe meines Lebens getroffen. Ich habe diesen Mann getroffen, diesen Student.
Und es hat so eine braune Haare, braune Augen. Er ist so wunderschön. Wer? Ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht essen. Ich glaube, es ist eine echte Liebe. Und wir haben einander in einer Kirche getroffen. Und das ist vielleicht ein Zeichen von Gott. Und ja, ich weiß nicht, wer er ist. Und ich brauche ihre Hilfe, weil ich weiß nicht, welche Familie. Mein Vater hat nie über diese Familie gesprochen und ich habe die Namen nie gehört. Und diese Situation jetzt hat für 7 Jahre gedauert und ich weiß nicht, wenn ich rausgehen kann. Und ja, mein Vater hat gesagt, es kann viel länger dauern. Und so. Ich brauche. So, wenn jemanden über den Autor weiß, bitte meldet euch. Und schönes Wochenende. Meine Liebe, bist du schon da? Entschuldigung. Oh, wie geht's? Oh, ich vermisse dich sehr, Masetto. Hoffentlich die Quarantäne nicht noch lange dauert, damit wir bald heiraten können. Oh, ich bin sehr gespannt. Trotzdem benutze ich die Zeit, um die Hochzeit zu organisieren. Zum Beispiel, sag mir, meine Liebe, welcher Blumenstrauß findest du besser? Die Kaktus. Oder die Pflanzen? Ja, Masito, ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber weißt du, dass die ganzen Blumenladen geschlossen sind? So, ich muss mich organisieren. Und. Ja, alles gut, meine Liebe, alles gut. Ja, das ist nur meine Mitbewohner, das braucht etwas mit mir. Oder, ich meine, nicht mit mir, aber. Ja, etwas oder so, keine Sorge. Okay, meine Liebe, ich rufe dich später, okay? Hello, dear diary. I think it has been the 4th Sunday since the last time I saw him. I don't understand. Why? Why is this happening? The church was the only place I could see him, and now it's gone. Now I'm not allowed to go there. I don't want this. And I keep having these weird returning dreams of this lake. It's actually a beautiful lake with bluish greenish color, and there are beautiful yellow and green leaves on the surface of the water. Beautiful hills surround it. And I'm standing there by the shore of that lake, and he is there with me. Oh, yeah. Gualtier Malde. What a sweet name. And then we're about to enter the lake together. But then, before he could come with me, a man, an older man, standing on top of one of the hills, starts shouting something to us, and it gets interrupted. He cannot enter the water with me, and then also the dream ends, and I just remain alone.
with this endless loneliness in me. I don't know how long this will still go on. I don't want this to happen. Dad? Is that you? Okay, okay, I'm coming. I'm coming in a second. My father is home all the time and he keeps driving me crazy. He insists on me going to the kitchen all the time. I don't know how long I can deal with this. Oh, God, please, please make an end to this. Yeah, 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 I'm coming in a second. I gotta go now. Dieses Video wurde am 26. April 2020 in Peking aufgenommen. Nihao. Hallo, liebe Leute. Wie ihr auf meinem Ausweis sehen könnt, arbeite ich im Ministerium hier in Peking. Ich riskiere nicht mehr zu sagen. Wenn jemand mich in diesem Video identifiziert, bin ich am nächsten Tag sicher totgeweiht. Es gibt etwas, was ihr unbedingt wissen müsst. Prinzessin Turandot will mit einer teuflischen List über den ganzen Kontinent die Herrschaft übernehmen. Sie hat in den letzten Jahren schon unzählige Prinzen hingerichtet. Die Welt weiß aber nichts darüber. In China müssen die Nachrichten an den Grenzen stehen bleiben, wie in einer Quarantäne. Ich meine, please, please help us. She wants to execute hundreds of families, hundreds of princes. You know what does it mean for us? It's the end of China. It's the end of Asia. It's the end of the culture. Oh my God. Please. The world has to know. And you can help. Please share this video. Thank you. Hallo. Also, ich kann eigentlich nichts Neues sagen. Es ist alles in Ordnung. Ja, ich mache das Gleiche jeden Tag. Unterrichte die Kinder. Ich unterhalte mich mit Mrs. Groves. Und ja, es ist eigentlich alles in Ordnung. Dieses Schloss ist sehr schön. Die Kinder sind sehr intelligent und wirklich alle sind sehr, sehr nett hier. Es ist alles in Ordnung. Das Schloss ist wirklich schön. Der Garten ist sehr schön. Es gibt viele Vögel da. Es ist alles sehr schön hier. Ich bin sehr glücklich da. Bin wirklich dankbar, dass ich hier sein darf. Und ja, es ist wirklich alles in Ordnung. Und ja. Es gibt natürlich diese dumme Geschichte, dass hier Gespenster sind, aber das ist ja deutlich unmöglich. Was ist? Miles, bist du da? Sicher nur die Kleinen. Es ist. Hört mal auf damit! Okay, das ist aber wirklich nicht lustig. Ihr sollt damit echt aufhören. Die Kinder machen immer sowas, oder? Es ist ja nichts Besonderes. Also, in einem Schloss, das ist ja...
Aber es können ja keine Gespenster sein. Es ist wirklich alles in Ordnung. Die sind wirklich schön. Hi guys, hier ist wieder eure Lieblings-Insta-Influencerin Chlori Magnifico live aus der Quarantäne. Also Leute, nach 7 Wochen hier mit meinem Dad und meiner Schwester auf einem Haufen, it's so boring. Und dann ist da ja noch meine nervige kleine Halbschwester. Aber wenigstens macht sie den Haushalt für was anderes. Ist sie auch gar nicht zu gebrauchen. Aber irgendwie ist mein neuer Gucci-Pullover mal wieder zu heiß gewaschen, Cindy! Kein Wunder, wenn sie immer nur diese Fetzen trägt. Naja, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ist heute Morgen, als ich mich für euch gestylt habe, da war mein Lippenstift weg. Mein neuer Dior-Lippenstift. Und wisst ihr, was ich glaube? Cindy hat mir den weggenommen, weil sie eifersüchtig ist, dass ich seit gestern Abend 2 neue Follower habe. Übrigens, danke. Naja. Oder sie hat ihn gestohlen, auf eBay verkauft und jetzt gibt sie das Geld wieder den Obdachlosen. Naja. Was ich euch unbedingt noch erzählen wollte. Mein worst quarantine problem. Ich hatte eine Einladung für den großen Ball. War ja klar. Naja, und heute haben wir eine Message bekommen, dass der große Ball verschoben wurde. Und ich habe doch schon mein maßgeschneidertes Ballkleid. Was mache ich denn jetzt? Ich sag euch auf jeden Fall, was das Erste ist, wenn ich hier rauskomme, was ich mache. Und zwar gehe ich mir die passenden Schuhe kaufen. Also Leute, meine Message for you ist heute: Stay home, stay healthy and stay fancy.